Er hat halt so ein ganzes Konstrukt aufgebaut, das dazu geführt hat, dass er einfach so auf so einer Erfolgswelle fliegen konnte und wenig hinterfragt wurde. Der eine hat Erfolg, der andere Zweifel. Der freie Journalist Juan Romero stößt auf Ungereimtheiten in einer Titelgeschichte des preisgekrönten Reporters Lars Bogenius. Doch die Chefetage des Nachrichtenmagazins Chronik hält zu ihrem gefeierten Shootingstar und versucht, Romeros Suche nach der Wahrheit zu ignorieren. Dieser ist jedoch nicht zu stoppen und geht bei seiner Recherche buchstäblich an Grenzen. Tausend Zeilen von Regisseur Michael Bulli-Herbig ist inspiriert von wahren Begebenheiten. Der Film ist angelehnt an den wahren Fall von Klaas Relotius, der jahrelang Reportagen gefälscht hat. Im Film heißt er Lars Bogenius und wird von Jonas Ney dargestellt. Was hat dich besonders daran gereizt, ihn zu spielen? Lars Bogenius ist eine kreative Melange aus vielen Hochstaplern, an denen ich mich orientiert habe. Das war von vornherein die Ansage der Produktion als auch der Regie. Wir machen einen Film, der zwar inspiriert ist von dem Buch von Juan Moreno, 1000 Zeilen, Lüge, der diesen Klaas Relotius-Fall behandelt, aber wir machen einen fiktionalen Film, inspiriert von diesem Buch. Und dein Charakter, Lars Bogenius, darf sich komplett frei machen von real existierenden Personen. Das habe ich auch ernst genommen, das habe ich auch gemacht. Also ich habe mich mit sehr, sehr vielen Betrügerpersönlichkeiten auseinandergesetzt und habe mir immer so die Kirschen für meinen Lars Bogenius so rausgenommen. Und das, was solche Hochstapler machen, ist natürlich in keinster Weise vertretbar. Dennoch haben die aber immer eine gewisse Faszination. Ja. Genau, also wie stehst du zu solchen, also sage ich mal, Menschen, die sowas machen? Also faszinierend finde ich es. Hochstaplerei ist gerade für mich als Schauspieler total spannend, weil es einfach einen großen Anteil an Schauspielerei erfordert, Menschen so für sich zu gewinnen und jemanden darzustellen, der man de facto nicht ist. So, also Hochstapler sind sehr, sehr gute Schauspieler. Und das halt nicht nur für 90 Minuten, sondern und zusammengeschnitten und schön in Licht gesetzt, sondern im realen Leben. Und das ist für mich sehr, sehr inspirierend. Und ich glaube, es ist auch für Zuschauer schon immer sehr entertaining gewesen, deswegen gibt es so viele Hochstaplerfilme. Es ist einfach so, definitiv. In dem Fall, auf den du jetzt anspielst, im Fall Klaas Relotius, ist es natürlich so, dass es in einer Branche passiert ist, diese Hochstaplerei, deren Kodex ist, die Wahrheit zu transportieren und nicht zu erfinden. Und das hat so einen immensen Paukenschlag im seriösen Journalismus gegeben, dass natürlich wir da auf sehr dünnem Eis sind, das zu glorifizieren. Deswegen auch die klare Entscheidung, nein, wir machen fiktionalen Stoff und wir machen auch einen fiktionalen Hochstapler, sodass man die Möglichkeit hat, hoffentlich, das war so meine große Challenge, den Zuschauer so ein bisschen zumindest zu versuchen, mit auf seine Seite zu ziehen. So ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, so ein bisschen um die Gunst des Zuschauers zu werben. Das habe ich mit Lars Bogenius versucht. Und wie war damals so deine erste Reaktion, also als du von dem Fall, auf dem der Film basiert, gehört hattest? Tja, ich muss das immer wieder zugeben, an mir ist das ein wenig vorbeigegangen damals. Ich habe es zwar mitbekommen und gelesen, aber mir war die Tragweite der ganzen Geschichte nicht ganz bewusst und es war umso spannender für mich, mich damit nochmal richtig auseinanderzusetzen. Also ich habe dann echt diese gesamte Aufarbeitung des Spiegels, die haben ja dann sehr transparent nochmal alle Reportagen, Artikel und Interviews, die ein Klaas Relotius geführt hat, online gestellt und nochmal ganz detailliert auseinandergenommen, was nochmal Fact-Checking-mäßig überhaupt überprüfbar ist, was definitiv gelogen, erfunden oder ausgeschmückt ist und so. Ich habe mich natürlich, und dann auch mit dem Buch von Juan Moreno und mit Juan Moreno selbst mich getroffen und auseinandergesetzt und seine Geschichte und seine Sicht auf die Dinge gehört. Also das war dann sehr, 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 sehr spannend und auch ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich das irgendwie echt alles gar nicht glauben konnte und dachte, boah, also wie war das möglich? Das ist ja die große Frage. Ne? Also die zwei großen Fragen sind zum einen, warum? Warum hat ein Klaas Relotius gemacht? Die zweite Frage ist, wie war das möglich, dass das so lange unentdeckt blieb? Und das waren auch die zwei Fragen, die mich am meisten umgetrieben haben. Genau, und hast du dafür eine Erklärung gefunden, also wie er jahrelang damit durchkommen konnte, weil es gab ja natürlich auch Abteilungen, die natürlich die Fakten gegengecheckt haben und ja. Ne, das ist ja schon irre, er kriegt da zahlreiche Preise und
ein Großteil ist eben erfunden und genau fiktionalisiert. Und genau, wie ist deine Erklärung? Warum hat er das geschafft? Tja, also es ist er hat ein echtes multikausales Konstrukt gebaut, was dafür maßgeschneidert war. Er war natürlich in einer Sparte unterwegs, also hauptsächlich die groß preisgekrönten Geschichten von ihm sind neben, glaube ich, einem Interview. Also es sind vor allen Dingen Reportagen gewesen, Auslandsreportagen, auch an Orten, wo ein Fact-Checking oder so sehr unmöglich war. Also er hatte jetzt, weiß nicht, Guantanamo dabei, Syrienkrieg, alles Mögliche und hat diese Reportagen fast immer alleine gemacht. Es war nie irgendwie ein Fotograf mit dabei, das hat er sehr geschickt gemacht, das zu umgehen und so. Es war einfach, vieles war auf Vertrauensbasis. Das zum einen und dann wurden diese Reportagen angereichert mit Hintergrundwissen, die dann faktenbasiert waren, die dann Fact-Checker beim Spiegel auch tatsächlich gegengecheckt haben, die dann auch wasserdicht waren. Aber das Sensationelle daran waren ja oft die persönlichen Geschichten. Und die waren halt nicht, da war niemand dabei. So, da die, also das Ressort an sich bietet die Möglichkeit erstmal per se, wenn man denn diese Kriminalität besitzt, zu erfinden. Zum anderen hat aber, das haben mir Kollegen und auch Juan Moreno selbst erzählt, hat Klaas Relotius es wirklich sehr gut verstanden, seine Kollegen für sich zu gewinnen. Also dadurch, dass er immer wieder es geschafft hat, persönlich anzudocken, so ein empathisches Gegenüber zu sein für Schicksalsschläge, die die anderen erleben, einfach auch interessiert zu sein. Und Juan Moreno hat mir erzählt, dass das sehr untypisch ist in dem Klima, in dem man sich befindet, weil jeder halt so eingenommen natürlich von dem, von seiner Recherche ist und versucht es an, so man entwickelt eine gewisse Manie für den Stoff, was auch gut ist, was man braucht, damit man überhaupt auch die Gefahren eingeht, die man teilweise eingehen muss, um an solch brisante Stoffe ranzukommen, all das. Und das ist auch der größte Schlag ins Gesicht des Journalismus überhaupt, dass man sich das dann ausdenkt und diese, genau. Und Klaas Relotius hat halt all diese Freizeit, die er hatte und all diese Energie, die er frei hatte, sehr viel dafür genutzt, an Menschen persönlich anzudocken. Und das gibt natürlich erstmal, wenn du jemanden wirklich für dich gewonnen hast, das kennt man aus seinem persönlichen Umfeld auch, dann will der einem erstmal nichts Böses. Und da stellt er einem erstmal nicht, dass man belogen wird. So, und das war sicherlich, das hat er sicherlich zur Perfektion beherrscht. Das ist so. Und dann hat er auch nicht davor zurückgeschreckt, Menschen, die ihn in Frage gestellt haben. Da gibt es verschiedene Fälle, die dann auch dokumentiert sind von der Spiegel aufgedeckt, dass eine Lehrerin ihn mal einmal geschrieben hat, dass das irgendwie alles nicht stimmen könnte. Und er hat es halt geschafft, ihre eigene Meinung komplett umzubiegen in der Konversation. Und er hat es halt auch geschafft, seine Vorgesetzten für sich zu gewinnen, sodass sie dann gegen den Juan Moreno gegen wie eine Wand sich überhaupt nicht mehr den Klaas Relotius gar nicht mehr in Frage gestellt haben. All das, es war halt so ein, er hat halt so ein ganzes Konstrukt aufgebaut, das dazu geführt hat, dass er einfach so auf so einer Erfolgswelle fliegen konnte und wenig hinterfragt wurde. So erkläre ich es mir. Ja, alles klar, dann vielen lieben Dank. Die werden euch den Arsch aufreißen, wenn das rauskommt. Kann man das nicht löschen?